So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Daumen dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an UWR Control gegen GW Lens oder irgendwas, was so sein möchte wie GW Lens. Ich wollte sagen, so wie ich Christian kenne, ist das irgendein Haufen. Ja. Lens.Haufen. Ja, Lens.Haufen, Deck.Haufen tatsächlich. Beide starten mit einem Mulligan. Ja, das ist halt die Frage, für wen das besser ist, ne? Ja, vermutlich. Da kommt ein wunderschöner Elfisch. Reclaimer. Reclaimer. Aber der wird wahrscheinlich gleich schon direkt. Oh, oder? Nee. Ponder. Ist das ein Ponder bei UWR? Ich hab's nicht gesehen. Auf jeden Fall ist da noch ein Lager und Fall Days. Nicht. Days im UWR heißt das. Das ist. Mentor. Okay. Ja, das ist eine Mentorliste von mir. Mhm. I see. Ja, ist halt dieses, ich habe mir die Shell rausgeholt und probiere jetzt mal ein bisschen rum. Ne? Ja, gut. Auf der anderen Seite, GW Lens, einfach ein Haufen mit... Ursaussager? Ja, auch. Und hier, was ich gesehen habe, woran ich mich erinnere, ist hier, wie heißt das? Nicht Dawn of Amethyst, sondern Sphere of Resistance. Ach ja, das war alles einfach mal teurer. Ja. Yep. Ja, ne, kann man sich halt erlauben, fast. Aber das ist kein guter Schutz vor Weiß. Okay. Beat für ein. Ja, oder okay. Schutz vor Rot für. Ja. Schutz vor Grün. Vor sich selber. Einfach Rot für Doppel gegen Doppel. Gutshot. Ja. Ja, bei einer Mentorliste kann man eigentlich auch mal überlegen, einen One of Gutshot zu spielen. Ja. ja, da. Ist ein Prismatic Ending. Ja. Auch eine sehr starke. Hat das Deck auch meiner Meinung nach sehr wieder ins Leben gerufen? Ja, du hast halt jetzt 8 Exile-Effekt. In dem Deck ist halt auch noch ein Mystic Sanctuary drin. Das heißt, du kannst bis zu 9 haben, plus ich glaube, Snapcast aber auch drin. Ja. Ja, und dann musst du halt überlegen, du kannst halt alles damit loswerden, was bis zu 3 Mana kostet in dem Deck. Ja. Und das ist halt wesentlich stärker, als nur Swords oder Counter zu haben. Ja. Oder halt was anderes Doofes spielen müssen. Da ist ein Brainstorm. Brainstorm, das ist noch ein Ending. Dumm, ein Force und ein Caracas. Caracas natürlich sehr, sehr stark als Bouncer für den Legendary Token von GW Lands. Ja. GW Lands hier ohne Mulch-Plan und so weiter. Das ist wirklich ein pures grün-weiß. Ich wird nichts gemulcht. Land mit irgendeinem Kram. Ja. Mhm. Also ein Life von Alarm auf der Hand. Da kommt ein Espe-Sentinel. Ja, das war so ein klein bisschen tricky. Der hat so ein bisschen dieses Artefakt-Schein mit drin, was ich ganz witzig finde. Ja, okay, der macht halt Card-Draw. Ne? Das ist halt schon sexy. Da ist ein Dark-Doof. Und da ist eine Crop-Rotation auf der Hand. Und noch irgendwas. Crop-Rotation. Shadow-Spear. Ja, okay. Gerade wenn der mal equipped wird, ist das Lifelink ist halt echt ätzend. Ja, ich finde es viel lustiger, wenn der equipped wird. Da muss man halt Mana zahlen. Ja. Mit Maria bezahlt. Ja, man nimmt dann halt immer den Nicht-Sword-Effekt, den man hat, weil Swords... Irgendwo war da doch noch ein Fetchland, oder nicht? Nein, nur ein Trio. Ein Triom sogar noch. Mhm. Okay. Ja. Auch das Ding ist ja wirklich ein Triom. Und jetzt... Oh, bitte, Days. Okay. Hä? Ist mal kein Days mehr auf... Doch. Hat das Days vielleicht in den Brandstorm? Der ist noch da. Da ist Days und Force vorhanden. Huh. Strange. Also da hätte ich jetzt auch mit einem Fest mit einem Days gerechnet. Bisschen zu ballsy. Hätte ich auch Fest mit einem Days gerechnet. Mhm. Auf dem Darkdorf liegen übrigens 10 Marken noch, wenn die da aktuell nicht drauf liegen. Ja, also wenn 0 Marken drauf liegen würden, dann wäre das Board schon anders aus. Das ist true. Das ist einfach true. So, End of Draw Step. Da ist ein Loam und ein Dings, ja, ne? Ist natürlich auch stark, dass du da einfach direkt mit der zweiten Marke auf dem Ding startest, im Endeffekt. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Ja, aber das Days war ein bisschen schade. Das Days war jetzt echt irgendwie ein bisschen... Bisschen strange, aber gut. Ja, da ist okay. Auf der anderen Seite ist halt ein 2-2. Ja, und kommt noch einer, dann sind die 3-3, dann sucht er, dann sind die 4-4. Also, ja, man hat ja einen Sports auf der Hand, also... Darauf reagiert man dann. Darauf swallowt man den, kriegt 2 Leben. Jo. Dann plus 2.
Da wird noch überlegt, wo man drauf tippen muss. Ja. Ja, die tolle Companion App. Ja, könnt ihr mal bitte ganz kurz in die Kommentare schreiben, ob ihr die besser findet oder die Würfel, die ich benutze normalerweise. Weil mir gefallen die Würfel einfach besser, einfach weil sie wesentlich technisch aussehen und nicht so komisch flackern wie die Companion App. Ja, okay, das kommt auf die Herzzahl vom Display an, ne? Ja, genau. Aber wenn die tatsächlich gewünscht wird, die App, dann würde ich mal überlegen, ob mich da nicht irgendwie nochmal kurz ein bisschen Geld investiere für irgendwas, dass man das sehen kann. Aber das wäre ganz cool, wenn ihr das sagen könntet. Gut, hier wird ein Mox Diamond gesucht. Das heißt, da muss auch wieder ein Land ablegen. Man muss dann aber auch eins auf der Hand haben, ne? Mhm. Ja, okay. Man hat ein Live-Runner auf der Hand. Snow-Covered. Ja, das hat man uns dort mal die ganze Zeit schon auf der Hand. Nee, kann man nicht. Go. Nee, spielt man doch eindeutig Live-Runner. Und jetzt hardcastet man das mit Days, jawohl. Du brauchst auch keine Länder zu suchen. Nee. Und dann Turn Cycle. Oh, Mentor. Mentor mit Force Backup. Ja, das ist gut. Das ist echt nicht schlecht. Vor allem, weil er selber ja schon 2-2 ist. Ich meine, klar, er sitzt dann gleich dem 4-4-Ding gegenüber. Ja, aber der GW-Land-Spieler wird wahrscheinlich safe das Loam casten wollen. Ja, und dann mit einem Force kommen, dann hat man einen Trigger. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Mounty. Mounty! Genau. Gib mal halt noch auf 17 runter. Hat man das jetzt vergessen? Anscheinend. Ja. Ja. Oh. Gibt man halt dann trotzdem für 4 zu wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4, ja. Mit Trampel. Ja. Wichtig. Da wurdest du. Ja, nach Gold. Ja, dann für 4. Trampel, hier könnte man alles traden am Board, was will man, glaube ich, nicht. Ja. Nee. Ja. Nee, das ist die andere Richtung. 21, 25. Ja, 26. 26, ja. Gut, dann Enter, Draw und was Gutes. Was war das? Supreme Verdict. Oh. Karte, die man jetzt nicht unbedingt haben möchte, wenn man Mentor gespielt hat. Okay, man für 4 hauen. Spielt man jetzt den Supreme? Hätte man auch letzte Runde blocken können. Ja, okay, man kann aber die Karte oben drauf nehmen. Das stimmt, wenn jetzt so Brainstorm into Ponder into Swords gekommen wäre, wäre das natürlich mächtig gewesen. Ja. Aber jetzt hier mit dem gespielt, Target, Wasteland, Target, Ursa-Saga, Target, das tut schon weh. Das schon. Das tut weh, ja. Wasteland, Ursa-Saga. Auf der anderen Seite, du hast halt so nur 3 Schaden auf dem Board, der Gegner hat die ganze Zeit 4 Schaden auf dem Board, du kriegst halt keinen Progress hin. Genau. So. Aber das ist halt genau das, wo man jetzt drin ist, was halt Kontrolldecks schlägt. Länder. Genau, eine Menge Länder. So doof das aussieht und so doof sich das anhört. Fetchland hat man gezogen, hält man hier auf der Hand für Brainstorm. Sehr gute Entscheidung. Ja. Einfach eine Karte mehr zu haben. Vier Länder reichen. Was kann man jetzt noch ziehen? David Gewaser, das sieht schon sehr mies aus gerade. Gutes Mainboard braucht man halt die roten Quellen nicht, außer für den Count von der Dings auf 3 zu kriegen, stimmt. Von der Prismatic Ending. Genau, da gibt man jetzt auch 4 schon wieder. Boah, das sieht man noch. Das tut weh, das ist eine Tundra. Kann man das Fetchland legen. Ja. Und ja, jetzt wird es halt richtig eklig mit dem Typen. Ja, jetzt geht's halt 4, gleich 5, echt der los. Geht auf 6 und nächste Runde ist halt üben. Das sieht nicht gut aus. Nee, das sieht gerade echt nicht so doll aus. 1, 2, 3. Aber das ganze Deck ist ja auch ziemlich krass gegen Mentor gespiked, wenn man mich fragt. Zumindest Mainboard mit den ganzen Dingen. Wobei das gar nicht mehr so viel ausmacht mit Prismatic Ending tatsächlich, habe ich das Gefühl. Du musst halt einen Ending-Effekt nach dem anderen haben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Du brauchst halt viel. Das ist das Problem. Was ist man jetzt? Eine Needle? Piffing Needle. Ja, Needle könnte man jetzt die Ding mit ansagen. Einfach noch ein bisschen cute sein. Galding Town. Du kannst Caracas ansagen. Ja. Da wurde das Galding Town angesetzt. Und ja, da kann man nicht mehr drauf reagieren und fetchen. Nee, ist die Frage, ob das Galding Town jetzt wirklich angesagt wurde. Oder ob es überhaupt noch relevant wird. Ja, relevant ist es, glaube ich, nicht. Wird nochmal das Galding Town getippt. Das geht für 6 ins Gesicht. Dann geht man runter auf 7.
gibt man 6 Leben. Ist ja widerlich. Ja, dann gibt man wieder Life and Loam. Das ist halt. Ja, du brauchst halt, wenn dann jetzt ein Supreme Verdict. Das ist aber schon im Friedhof. Du hast nicht das. Das ist Caracas. Du hast nicht das Mana Terminus? Für. Nein, ist nicht drin. Du hast auch nicht das Mana für Snappy into. Nee. Das stimmt. 1-0 für GW Lands. Jetzt das Interessante. Was boardet man? Also GW Lands wird auf jeden Fall chokeboarden. Ja. Bin ich ganz, ganz sicher, dass die chokeboarden werden. Meltdown ist bei UWR und. Oh, yes, stimmt. Crestdown? Wird wahrscheinlich. Was wird's? Ne, ist Mainboard wird's wahrscheinlich. Wird mittlerweile auch schon oft Mainboard gespielt. Okay. Ich habe gerade die Liste nicht mehr im Kopf. aber wird wahrscheinlich Mainboard sein. Mhm. Da mal die Sentinel gesehen hat, könnte mal so was wie ein Isix Static Caster oder so reinnehmen, aber nur für die Sentinel ist das auch irgendwie. Schwierig. So leidlich. Ja. Es ist halt schon mal gut, dass man anfängt. Ja. Da kommt der erste Sentinel. Den kannst du gleich wegräumen. Hoffentlich ohne, dass der Gegner eine Karte ziehen muss. Ja. So eine gute Karte eigentlich. Ja. Also der Sentinel, gerade mit den Equipments, die da so rumfliegen, ist halt wirklich eine Bombe. Ja, das stimmt. Fetch auf Ebene wahrscheinlich. Basic Land. Ja. Da hat man auch noch einen Wandering Emperor gesehen. Ist halt auch neu. Ganz frisch. Naja, neu. Ist kein New Seeds of Capenna, aber ist schon noch neu. Ja, ja. Du weißt schon, das Set Legacy neu ist neu war vor 2 Wochen gefühlt. Und da kommt ein S4. Ist jemand gegen die Kamera gelaufen? Danke dafür. Kann man Vorsicht Negation. Ja. Warm in Iteration, das tut natürlich weh. Okay, du hast ja gerade ähnliches Mana dafür. Nee, Frage ist, was man hier macht, ob man jetzt hier einfach den Mentor slammt. Oder pondert. Oder die Narset. Slammt einfach den Mentor. Ja, hätte ich tatsächlich auch gemacht. Ohne Protection. Ja, okay, nachher das Ponder into ist dann halt schon. Ja. Eine Menge. Und der GW-Land-Spieler muss halt jetzt erstmal Progress finden. Ja. Und so ein paar Mounties auf dem Feld können halt ganz, ganz schnell, ganz, ganz hoch. Jetzt bin ich gerade überlegen, kriegt GW-Lands-Kreaturen überhaupt außer durch Block los? Swords to Plowshares manchmal und Prismatic Ending natürlich. Aber Ending auf 3 ist schwierig aktuell. Ja, es geht auch höher, wenn man einen Mox hat zum Beispiel. Ja, also, stimmt. Das geht schon höher. Aber Swords ist zum Beispiel auch immer wieder ein Ding. Aber hier sieht es sehr nach Block aus. Okay, je nachdem, was du findest. Ne? Ja, ich wüsste halt jetzt, klar, Knight of the Reliquary wäre natürlich nice. Oh ja, man kann die auch spielen. Mhm. Oder ja, genug Wälder sind Dings sind nicht im Friedhof, um zu sagen, ich nehme einen Elfen. Ne, der Elf, dem fehlt ein Ding. Pithy Needle. Okay. Wahrscheinlich Teferi. Ja. In the Blind. Aber, ja, natürlich, aber opfert man hier echt seinen Ursa Saga Token für einen Blind Random Hit und der Needle? Das ist halt die Frage. Narset hat man in Game 1 nicht gesehen, richtig? Nein. Das ist, glaube ich, auch gerade das Gute, weil die Narset ist halt Progress ohne Ende. Ja, das stimmt. Gut. 2 Mana? Okay, da kommt noch was. Dann hat sich's ja vorgepisst. Ja. Da geht der Narset-Plan. Oder auch nicht. Okay, aber Narset triggert Triggered Pros, ja. Genau. Finde ich tatsächlich auch besser, wie jetzt in Ponder zu gehen, ehrlich gesagt. Die dick tiefer. Genau, sie holt tiefer, man hat dann nächste Runde 2 Spells. Such dir im Endeffekt alles, was du nicht haben, was du haben willst. Du willst jetzt kein Land haben und du willst keine Nicht-Kreatur, also keine Kreatur haben. Ja, wo man es gerade sieht, am geilsten wäre halt jetzt ein Meltdown. Jo, Meltdown würde jetzt richtig wehtun gleich. Also jetzt die Narset hinknallen, dann kannst du dir zweifelsfall sogar ein Removal für den Token holen. Uff, das ist schon schön. Ja, das kann richtig wehtun. Da ist der Selbstcut und Narset. Trigger, Mounty. Jupp.
Mounts, genau. Ja. Hat eins, zack. So. Dann hast du. Doch, da ist nicht schlecht. Eins, da ist nicht schlecht. Oh, da. Da hat man aber, was man haben will. Yes, sehr, sehr gut. Ending oder Dressdown? Ich würde in der Situation. Ending. Krass, ja. Dressdown. Es räumt den Token ab. Was kann er in der Saga finden? Ich finde halt Dressdown immer schwierig mit den Pros, weil sie halt ja auch das Pros runternimmt von der Karte. Ja, weil du kannst in der Situation gerade aktuell eh nur das Dressdown spielen und dann das Ende. Muss es im Gegnerzug? Kannst du den Token? Hm. Da liegt jetzt halt ein 3-3, 4-4er. 4-4er. Du machst es einfach im Gegnerzug, sendst den Token ab oder machst es halt in deinem Zug und das ist eh der einzige Spell, den du machst. Also. Noch eine Expedition Map. What? Sehr cool. Keine Retrofitter Fundry. Nee, und kein Shadow Spear. Huh. Eine Map, wo man Länder auf der Hand hat. Interesting. Hat man den Shadow Spear auf der Hand? Das kann natürlich sein. Da ist irgendwas. Ist ein Fetchland oder Yavimaya? Ein Bog und ein Forest, ein Snowcrow. Das sind nur Länder auf der Hand. Warum sucht man sich die Map? Noch eine Ursachsaga? Cycle in Ursachsaga. Da ist ein Force, das heißt, man hat jetzt sogar die Option Dressdown plus Force. Kann jetzt erstmal gucken. 1, 2, 3. Das war ein Teferi, wa? 4. Ja, dann wird man den Brandstone nehmen, weil der Teferi wird unter der Map liegen. Niedelmanns. Ja. Okay. Ja, sich ähnlich. Dann kannst du den Brainstorm nehmen. Das heißt, du kannst sogar den Brainstorm fürs Force Pitch nehmen, weil der Ponder ist besser. Ja, das stimmt. So oder so droppst du jetzt Dressdown, gehst für 3 hauen. Dressdown, du kriegst trotzdem den Token. Genau, man kriegt trotzdem den Dude, kriegt aber keine plus 1 plus 1. Doch. Nee. Das ist keine DB. Das ist ein Cast. Ja, aber Dressdown nimmt deine Fähigkeit. Das. Ach stimmt, ja, stimmt. Du kriegst der kriegst plus 1 plus 1, aber dann wird sie weggenommen. Genau, weil er keine Fähigkeit mehr hat. Und dann geht er für 3 hauen. 3. Und dann ist over. Dann geht's rüber. Dann geht Dressdown. Was hat man im Dressdown? Oh, man hat noch einen Dressdown gezogen. Okay. Dressdown und Dressdown. Das heißt, die nächste Ursa-Saga ist auch Bums. Fast. Ich glaube, die Targets werden mittlerweile auch nur noch so Shenanigans sein. Ja, man hat da gerade 4 Schaden liegen, die immer um 3 erhöhen. Das heißt, 4, 7, 10. Ja, du kannst jetzt im Endeffekt kannst du angreifen. Spielst du das Ponder. 10. Wenn du ein Land, 13. Wenn du ein Land ziehst, kannst du den Brainstorm spielen und dir den selber countern. Ja. Ja, das geht. Und das wäre ziemlich im. Aber hier wird geforst. Mhm. Was jetzt noch nicht so schlimm ist, man kriegt immer noch einen Dude. Du kriegst einen Dude und hast dann 4 plus, ja, dann hast du halt 4. 5. 5, 8, 5, 9, 13. Du brauchst nur 2 Spells spielen. Ja, und die hat man. Ja, wichtig ist, dass man Stress dann halt nicht richtig casten kann. Ja, und den Ponder macht man jetzt einen Trigger und danach countert man sich, Force of Will man sich seine eigenen Ponder, um zu gewinnen. Ha. Oder mal lässt ihn, oder mal lässt ihn resolven. Aber warum? Man hat doch gewonnen. Man hat doch einfach gewonnen. Stimmt. Ja, wahrscheinlich, weil man wegen dem Yamiaba Angst vor Crop Rotation into Maze oder so hat. Ja, das kann natürlich und sein. Und man sieht den Thorn selber nicht. Wo man eigentlich selber dafür bezahlt. Ja. Hier kann man eigentlich nichts tun. Also hier kann GW Lands eigentlich nichts tun. Ja, Draw Land. Da macht man jetzt einen Beat. Ja, macht mal jetzt ein Beat. Okay, nächste Runde der Ehrung. 6, 9, 10. 4. Ja, aber das wäre halt
Klar ist jetzt nicht so, aber er kann halt jetzt von der Top droppen. Weißt du? Ah, ist schon krass. Ich meine, klar, er müsste durch den Force spielen. Er müsste was haben. Er müsste theoretisch, um jetzt zu genug zu gewinnen zu können, müsste er einen Chasm ziehen. Ja. So. Und das kann er auch nur eine Runde aufrechterhalten. Ja, deswegen. Das war relativ uninteressant. Es ist trotzdem so, wenn man gewinnen kann, sollte man gewinnen. Ich glaube, wenn es ein Dace gewesen wäre auf der Hand, hätte ich das eiskalt gemacht. Ja gut, das liegt aber auch daran, weil du da gewohnt bist. Ja. Aber ich glaube, mit dem Voraus, du knallst dir halt zwei Ressourcen weg und wenn dann irgendwas kommt, dann ist halt schon so. Das stimmt, hier wird immer am Sideboard geguckt, hier wird aber nichts geboardet. Ja, ist die Frage. Ne? Man kann keine Red Blast spawnen, man kann noch am Sideboard sein. Ich muss ganz dringend auf jeden Fall den Autofokus in meiner Kamera ausmachen. Ja. Mich nervt das ein bisschen. Ihr könnt mir ja bitte jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob es euch auch nervt. Oder ob ihr das cool findet mit Effekten. Ich finde es nervig. Aber okay. Das ist halt irgendwie... Ja, das ist halt ein bisschen strange. So, was sieht man? Oh. Engine Tomb. Oh, shit. Engine Tomb Sphere muss geforsofilt werden. Okay. Force of Will, Pitch Force of Will, ne? Da hat man dann schon direkt Spaß als Spieler. Ja. Vor allem, weil es halt jetzt... Oh, zwei Swords. Zwei Länder. Das ist nicht so viel. Dass die Swords noch drin sind. Ja, Marit Lage. Ja, die Elfen, Marit Lage und die Token. Und ja, also da ist genug drin, um die drin zu lassen. Ja. Oh, Engine Dome macht richtig Damage. Ja, die gönnt sich gerade richtig hart und da passiert halt jetzt nichts. Fetch, let go. Dann gibt man Draw Step. Oh, das ist eine Mystic. Das ist eine Mystic Sanctuary, damit kann man nachher nochmal reloaden. Yes. Ja, oder man hält die jetzt halt getappt ins Spiel. Ja, oder brainstormt die oben drauf. Ja. Genau. Mehr Damage. Das lohnt sich gerade richtig. Ja, das Problem ist, kommt jetzt End of Time Crab. Wenn jetzt die End of Time gefetcht wird. Oder man hat genug Länder, da man keine mehr ziehen will. Aber als GW Dibs. Ja, man muss eigentlich wissen, dass das eigentlich ganz, ganz selten Prozente bringt. Fürs gute Gewissen. Fürs gute Gewissen. Tatsächlich so. Krass. Und man hat trotzdem Land gezogen. Jo. Krass. Ich meine, es macht keinen Unterschied bei dem Deck, glaube ich. Caracas. Caracas ist irrelevant auf der Seite vom Board. Da ist ein Snappy. No. Einfach Land Go. Ja. Land go. Was ist das andere? Das ist ein Surgical. Ja, wahrscheinlich für Life. Für Life und für Saga. Kämpfen nur Go. Das ist ja ein spannendes Spiel. Gut, da dass wir das auf Kamera aufgenommen haben. Da wird ja richtig viel gemacht hier. Hier wird End of Time wahrscheinlich überlegt, ob man eben was Surgical. Was liegt drin? Dings. Was ist das oberste nochmal? Ach, das ist der das Form. Ist eine Sphere. Das ist eine Sphere, genau. Gib mir jetzt eine Fetch. Nee, oder? Wofür denn? Boah. Karte. Dressdown macht halt jetzt gerade auch nichts. Du kannst jetzt einfach die Gist fetchen auf das rot-blaue Duel. Ja. Theoretisch kannst du sogar Ballsy gehen aufs Trium oder halt auf eine Insel. Okay. Trium wäre, glaube ich, ganz gut gewesen, aber man will wahrscheinlich seine Rotsourcen fürs später im Game reserven, wenn ein bisschen weiß nicht hat. Auf der anderen Seite muss man hier sagen, hier schon mit Duel wäre es eigentlich ziemlich einfach gewesen, hier jetzt das Blau-Rot raus. Und Malegna hätte nichts von beiden Wastelanden können. Und wenn, hätte er sich wahrscheinlich eher für das Blau-Weiß entschieden. Mhm. Ja, oder Krillix und Elix halt wirklich das Trium als Beta dahin. Mhm. So, dann zack. Dann nimmt man das Force wieder auf die Hand. Ja. Sind wir da oben aufs Deck. Ja. Quasi auf die Hand, weil man hat ja... Dressdown, ja. Dressdown. Was ganz cool ist von der Idee her. Da ist eine Needle. Needle juckt genau nicht. Das wird wahrscheinlich wieder Teferi angesagt. Ja, vermutlich. Ja, das ist ja ein bisschen wirklich unspektakulär. Zeigelt man jetzt einfach Dressdown? Will man das Force im nächsten Zug ziehen? Ist jetzt, glaube ich, gerade eher am ehesten die Frage. Und ich weiß es nicht. Und geht einfach in den Draw. Ja, wenn es eh schon so ein zähes Game ist, ist Dressdown halt gut, um zumindest die Ursache Sagas stoppen zu können. Zum Beispiel die da. Gut, wo wir drüber geredet haben. Ja. Und jetzt hat auch die Surgical Text. Ja.
Ja, nicht nur die Surgical, auch das Dressdown und. Das ist so viel, was jetzt auf einmal enabled wurde. Man sieht doch direkt, wie UWR da ein bisschen figgerig wird. Brainstorm, dann Go. Hat auch gar nichts gemacht. Es wird einfach nur darauf gewartet, dass die genug tickert. Hochtickert, ja. Ja, wie Maya, okay. Das ist natürlich die Frage, ob der gleich mit dem hat den Abmark gecovert, das ist total easy. Der bleibt genau bis zum Ende des Zuges liegen. Ja, Swords Plosch erst. Hat man genug von auf der Hand. Ja. Spielen wir halt mal, du kriegst Leben wieder. Und dann spielen wir wahrscheinlich den Brainstorm. Ja. Ja. Meine den hätte ich vielleicht in der Mainboard-Zeit gespielt, um ein Land zu ziehen, das noch zu spielen, aber. Sogar noch der Mentor. Ja, aber der aktuell nicht so geil ist. Kannst den für 4 spielen, hast du auch noch ein Force-Backup? Nee, hast du nicht. Muss ja auch mal dafür bezahlen. Ja, aber du hast einen Caracas auf der Hand. Ja. Ja. Ich würde mich wahrscheinlich eher jetzt gleich um die Ursache Saga kümmern, wie wahrscheinlich da auch gleich passiert. Gibt Zug, zieht eine Karte, droppt Caracas. Ich würde da einfach den. Der eine Token greift safe an. Den Schaden. Obwohl. Ne, wird wirklich Go gesagt. Man kann es Go sagen, man kriegt dann ihn und dann jetzt hoffen, dass er. Den zweiten Token den macht. Den zweiten Token macht und sich dann einen Spear raussucht und diesen Spear equippen möchte. Das ist der maximal Value, den man aus diesem Dressdown ziehen kann. Ja. Oder Maria, ja, wenn man natürlich auf den Trigger reagiert, kann er sich was anderes suchen. Ja, ja, macht man nicht. Es gibt auch keine Karte, die da irgendwie grundsätzlich relevant ist. Deswegen, man sagt einfach Go, er sucht sich den Shadow Spear raus, equippt mit dem Shadow Spear und auf das Equippen. Oder holt sich eine Map, okay. Hat der gar keinen Spear drin? Doch, wir haben in Game 1 ein Spear gesehen. Stimmt. Aber keine Retro anscheinend. Oder die ist im Sideboard. Ja, oder man hat natürlich einen Loam auf der Hand. Ich glaube tatsächlich, dass hier die Map einfach eine neue Ursus Saga wird setzen soll. Ja. Da kommt für 3 ein Dressdown. Yes. Schiebt den Scheiß schon mal in den Friedhof. Snappy. Das sind auch nicht die geilsten Karten mit diesen Spheres auf dem Feld. Ne, ist sehr, sehr teuer. Aber an für sich wirklich ganz cool. Random Finger. Ja, Pointy Finger auf Doom. Ach nee, das war einfach so seine Hand. Eigentlich wow. Der Mann ist zu groß. Ach so, ja. Der Mann ist das zu ist groß. Das ist arme wie eine Gottesanbeterin. Wenn der dich knuddelt, dann rennst du nicht mehr. Hier wird das Ding crack die Map hat. Und jetzt? Surgical auf Ursachsage. Ja. Das ist tatsächlich auch der Move, den du gehen musstest, weil ansonsten crackt er die Map über deinen Surgical und hat trotzdem eine Ursachsage. Zwar nur eine, aber die kann reichen. This is the way. Nee, hat er nicht. Weil der die auf die Hand nimmt, dann wird die von der Hand genommen beim Surgical. Stimmt. Aber er hätte dann was anderes suchen können, wie er jetzt was auch anderes sucht. Tatsächlich hat man aber das Problem, man kann ihn nicht suchen lassen. Ja. Weil wenn man ihn suchen lässt, hat er sie auf die Hand und dann kann er sie einfach spielen und dann hat man keine Priorität mehr. Ist das ein Aiganyu? Ist ein Aiganyu, oder? Krass. Ein Brosejo habe ich auch gesehen, 2 Stück. Also schon voll in Neon Dynasty angekommen, die ja. Decks. Beide, ja, richtig schön. Richtig schön. Ist voll angekommen bei UWR Control, ist halt genau eine Karte drin. Ja, hin und wieder mal sieht man ja auch diesen Marsch auf der Blablabla Light. Ja, ja, genau, der ist ja ein Exiler für ja. Größeres. Ja, genau, was ganz cool ist. Gut, jetzt wird ein Land gesucht. Jetzt muss man natürlich auf den Dark Dorf Plan gehen. Gegenüber einem Caracas nicht so das Geilste, aber ja, es war da. Und die Expedition Map liegt, glaube ich, im Friedhof. Ja, nicht auf Dart. Ja. Und dann ist ein Turn Dressdown rum. Ich glaube, die sind im Exile, die gesellen sich zu den Elfen. Die Map ist im Friedhof. Die Map ist im Friedhof. Hat halt der Gegner hat halt jetzt, du siehst halt jetzt, dass der Gegner gar nichts auf der Hand hat. Yes. 0,0. Korrekt. Und jetzt kannst du halt voll reingehen, auch als Dingspieler. Ohne Problematik.
Jetzt den Mentor. Den Mentor dahin hämmern. Jetzt hast du ein Force-Backup für irgendwas, was kommen könnte, weil du siehst, haargenau, der muss, wenn dann entweder spielst du ein Land darauf, kannst du eh nicht reagieren. Oder halt jetzt sofort. Ja. Für ein grünes Mox. Für ein grünes Mox. Ebene mit abgeworfen. Ja, der Saiganyo kann halt den Mentor abrüsten, aber unlikely. Ja. Da ist noch eine Surgical. Das heißt, man kann jetzt sogar noch einen Loam zocken, wenn er es rauskriegt. Was ganz nett ist. Ich meine, man versucht natürlich jetzt hier die Dinge zu ziehen. Die gute alte... Sag mal schnell, wie weiße? Weiß? Oh, schade. Mehr blaue Karten. Man will ja eine weiße Karte haben. Die, ja, der ist ein... Smartic Ending. Ja, genau. Und mit dem Ending möchte man dann Leute töten. Richtig. So, was hat man jetzt hier noch alles? Man hat noch ein Snappy auf der Hand, man hat noch eine Fictillion Sword-Effekte auf der Hand. Du kannst noch einen Ponder casten, ja, dann siehst du noch einen Mounty und hast noch eine Kreatur. Mhm. Zwei, drei, dann hat man jetzt noch sogar noch Land, das heißt, man kann, weil man die Karten oben drauf eh nicht unbedingt braucht, ziehst du das Land, dann hast du sogar den Beat frei, weil du, glaube ich, einen Brainstorm auf der Hand hast. Mhm. Heißt, wenn er reagiert, kannst du ihm einfach irgendwas... Würde ich sogar tun. Was war das ein Token? Fehlt da nicht ein Token jetzt? Ja. Ja, ja, der plus plus Token. Guck mal, ich habe Eiganio. Ja, ich wollte. Ja, ja, das ist genauso dieses... Ja, ich hab's gesehen. Also ich weiß auch, was es tut. Ich weiß, dass der jetzt 2-2 ist. 3-3 ist. Ja. Von daher. Ja. Jetzt fängt man an, Marken zu schmelzen. Ja, Tinker. So, obendrauf liegt ein Force. Ist die Frage, ob man da ziehen will? Ich glaube auch nicht. Also gerade bei der Hand ist es unlikely, dass man das wirklich haben will. Du kannst halt... Ich muss überlegen, der Gegner hat 12 Leben, da sind 4 Schaden auf dem Board, 4 plus 3 sind 7, also immer wieder bei der Zahl, also immer plus 3 sind 10, das heißt, du musst 3 Spells spielen, um den Gegner umzuwumsen. Hm. Hast du. Da wird sogar, was wird da? Life and Loam geforst und ein Snappy abgeworfen. Ja. Das sieht ziemlich gut aus gerade. Da gehst du jetzt einfach mit der Surgical auf das Loam und swordest dir ein Token und swordest dir wieder ein Token. Ja, dann ist der leider eins. Hast du noch 4 Surgical den ja, ja, aber du swordest immer den Token, der gerade gekommen ist. Ja, ja, klar, damit du zuhauen kannst. Du bist ja jetzt bei 4 mal 3, 4, 8, 12. Dann bist du schon bei 12 Schaden allein durch die Plus-Effekte. Ja, das stimmt. So, dann für 2. Oh, wir haben noch einen Brainstorm. Brainstorm. Dann noch einen Tut. 2 Stück. Da sieht man, halt auch schon, dass das Pros bei den anderen Token gerade total egal ist. Ja. Oh, hier wird Fetchland und Sports weggelegt. Krass. Ja, man kann das Fetchland ja vom Mana tappen. Das andere. Ja, man hätte ja auch einfach Land spielen können, jetzt beide spielen können, die beiden Sports dann mietern. Ja. Ich glaube, das ist jetzt E-Bombs. Swordst du jetzt den eigenen Token? Weil selbst wenn du mit Maiganyo was machen will, sind die trotzdem alle 3-3. 4-4. Maiganyo macht wie viel Schaden? 4. 4. Ja, und dann ist Liefel. Swordst du den? Dann geht er auf 4 hoch, dann macht er. Und dann. Ja, bist du bei. Ja, genug. Der 5. 4, 8. Ja, du bist bei 13. Bist bei 13 ja. Schaden. Ja. Nice. 2-1. WoW Alliance. Mega Spiel. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.